Ich kenne jetzt Typ 2, Chademo und CCS. Und das ist ja alles so kompliziert. Aber was ist denn das jetzt hier für ein Anschluss? Das ist der ganz neue, das ist der E10-Anschluss. Der E10. Und läuft schon, er lädt. Und rechnet nach Kilowattstunden, oder? Wird nach... Kommen wir zum Fazit. Ja. Hey Steve, grüß dich. Hi Julian. Ich finde es schön, dass du dazugekommen bist. Wir machen jetzt das Fazit zu der Vergleichsfahrt, zu der virtuellen Vergleichsfahrt zwischen dem Kona Hybrid, ja, quasi dem Herausforderer in Sachen Hybridtechnik. Ganz ist es nicht, weil es gibt ja von Hyundai auch noch den Ioniq Hybrid, der eigentlich auch von der äußeren Form her viel eher der Herausforderer ist hier zum alten Toyota Prius 3. Und ich hatte es ja in den ersten Szenen dieses Videos ja schon erzählt, das ist natürlich ein unfairer Vergleich. Wie kann man auf die Idee kommen, ein Auto, was 10 Jahre alt ist, mit einem Auto zu vergleichen, was vor 3 Wochen erst zugelassen wurde, mit einer ganz neuen Hybridtechnik? Aber gerade da war eigentlich die Idee, darin ist eigentlich das Spannende in diesem Video. Ja, vor allen Dingen, weil es von der Bauform her ganz anders ist, ne? Es genau. ist ein SUV, ja. Er ist auf jeden Fall höher. Ja, das ist eigentlich genau die Form, das war eigentlich die Idee, nämlich genau die, sagen wir mal, die Form, die sich im Moment einfach, sagen wir es, wie es ist, verkauft wie geschnitten Brot. Ja, ja. SUVs sind einfach wahnsinnig hoch im Kurs, sieht ja auch schick aus, kann man ja nicht sagen. Und die flachen Flundern, sage ich mal, hier wie der Prius zum Beispiel, die sind natürlich wahnsinnig effizient von der Karosserieform her, vom Windwiderstand her, aber sind einfach im Moment nicht so beliebt. Aber darin liegt eigentlich gerade so die Idee dieses Tests, nämlich zu gucken, kann man jetzt so einen SUV mit Hybridtechnik so effizient betreiben, wie zum Beispiel, wie wir das eben von den Prius-Modellen von Toyota her kennen. Das war die Idee. Ihr habt das in den kleinen Details, die ich euch gezeigt habe, schon gesehen. Ihr habt so Verbräuche gesehen, die lagen so zwischen 4,5 und etwa 5,4 Liter auf 100 Kilometer. Das Endergebnis verrate ich euch jetzt. Auf 980 Kilometer hat sich der Kona Hybrid mit 4,8 Litern zufrieden gegeben. Und zufrieden gegeben heißt, der ist schon ziemlich gut vom Verbrauch her. Wie findest du so einen Wert von 4,8 Liter? 4,8 Liter auf 900 und Kilometer. Schön wär's, ja. Leider pro 100 Kilometer. Nein, also ja, meine, aber im Durchschnitt auf die Strecke gesehen. Finde ich jetzt an sich gar nicht verkehrt, weil ich denke mal, da wird auch eine Menge Autobahn dabei ja. sein. Und das ist ja eh immer so, dass wo man sagt, das muss man berücksichtigen, ne? Weil auf der Autobahn hast du einfach einen höheren Verbrauch. Finde ich echt nicht schlecht. Also bin ich erstaunt dafür, für die SUV-Bauform, dafür, dass er halt eben einfach eine wesentlich größere Stirnfläche ja. hat und alles. Ist es eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich weiß gar nicht, wo liegt denn dein Prius? Bevor ich das verrate, erzähle ich mal noch ein bisschen kurz, wie wir nämlich gefahren sind. Denn ich habe es extrem auf Effizienz ankommen lassen. Das heißt also, du hast dich vom LKW ziehen lassen und hast rumökologisiert? Und meine Frau musste zusätzlich schieben. Ganz so schlimm war es natürlich nicht. Wir haben uns exakt an die Geschwindigkeitsvorgaben gehalten, überall, wo wir unterwegs waren. Mhm. Wir sind fast immer mit Tempomat gefahren. Sollte man ja eigentlich sowieso, ne? Ist ja klar. Aber ich habe jetzt definitiv wirklich mal auf 50 gestellt, wenn es wirklich 50 ist, auf 80 gestellt, wenn man 80 fahren darf. Wir wissen, wie das ist. Man fährt mal 3-4 Kilometer schneller. Also wir haben uns sehr genau daran gehalten. Wir sind die ganze Zeit im Eco-Modus gefahren. Und zwar jeden einzelnen Kilometer im Eco-Modus gefahren. Und wir hatten sozusagen als einzigen Komfort angeschaltet die Klimaautomatik. Die war durchgehend auf 22 Grad eingestellt. Das waren so die Bedingungen. Und vom Wetter her war es durchwachsen. Wir hatten Strecken mit Regen, wo jeder von uns weiß, dass es einfach mehr Energie verbraucht. Wir hatten aber auch sehr gutes Wetter. Wir hatten Anstiege dabei, alles Mögliche. Also wirklich so eine gemischte Geschichte, Land, Autobahn. Und bei der Geschwindigkeit, da werdet ihr jetzt vielleicht ein bisschen lachen, wir sind echt nicht schneller als 120 gefahren. Das war unsere Autobahngeschwindigkeit, weil das ist auch die Geschwindigkeit, die ich mit dem Prius immer fahre. Denn beim Prius weiß ich, dass er über 120 dann doch etwas stärker anfängt zu saufen. Und bei 120 hatten wir so die Grenze. Durchschnitt waren eher so 105, 108 auf der Autobahn. Man darf ja immer nicht vergessen, ne? Ich meine, wie viele Kilometer waren es jetzt One-Way? Also nach Hamburg waren es knapp genau 300 Kilometer.
Naja, und was sparst du, wenn du jetzt, wenn viele Leute sagen, ja, ich muss 150, 160 nichts. Fahren, wie viel sparst du? Also jetzt mal das Abbremsen, wenn jemand rauszieht, abgezogen und euch eine Baustelle, dann sind es vielleicht noch 20 Minuten. Ja, also wenn es hochkommt, so viel, das ist auch viel Autobahnbaustelle gewesen, das heißt, da kann man noch überhaupt gar nicht schneller fahren. Und manche Teilstrecken waren sowieso beschränkt auf 120, 130. Ja. Also wir sind, sagen wir mal, flüssig gefahren. Aber jetzt spannen wir uns nicht weiter auf die Folter. Jetzt erzähl doch mal. Noch nicht. Oh. Denn erstmal ein bisschen was zum Hybridsystem, über das Erlebnis vom Hybridsystem überhaupt. Ihr habt es ja in den kurzen Detailvideos schon gesehen. Das Hybridsystem vom Kona arbeitet im Prinzip genauso wie das vom Prius. Das heißt, das, was man in den Zeitschriften liest und in den Angaben, selbst bei Hyundai liest, nämlich, dass der Kona Hybrid nur Energie gewinnt, wenn er bremst, stimmt nicht. Er benutzt also auch den Verbrennungsmotor, um Strom zu erzeugen. Und ich hatte es schon mal anmoderiert und gesagt, es mag auf den ersten Blick ein bisschen komisch erscheinen. Wie erscheint dir das, wenn du hörst, der Verbrennungsmotor soll Strom erzeugen, um dann elektrisch zu fahren? Naja, also es klingt so ein bisschen nach Partito Mobile, oder? Mhm, ja. Also das ist auch immer das, was ich so gehört habe, wenn ich mich mit Kumpels unterhalte, die gesagt haben, warum kann der Hybrid denn nicht dauerhaft Strom erzeugen? Ja. Und die sagen, naja, ein bisschen was macht das ja. Ja, ne? Und genau so ist nämlich die Erfahrung, die wir im Kona gemacht haben, sogar noch ein bisschen mehr als im Prius. Das heißt insbesondere, wenn ihr im Tempomat-Modus fahrt, dann seht ihr, der Verbrauch, der wirklich durchgeht durch den Motor, ist konstant gleich. Egal, ob ihr 80 fahrt, ob ihr 110 fahrt, ob ihr 120 fahrt. Der Unterschied ist nur, wie viel dieser Überschussenergie, die er jetzt nicht verarbeiten kann in Form von Geschwindigkeit, fließt in den Akku. Und das ist natürlich auch sehr angenehm beim Fahren, weil das Motorgeräusch immer fast konstant gleich ist. Das ist also sehr angenehm. Ihr habt es in den Detailvideos gesehen, wenn man dann einen Berg hochfährt, sieht man, wie der Motor gleich weiter dreht, aber der Elektromotor kommt dann dazu mit der Power, die er vorher bekommen hat. Dieses gleichmäßig Laufenlassen des Verbrenners bedeutet einfach eine Steigerung des Wirkungsgrades. Das ist auf jeden Fall cool. Ja, und das macht er, Hyundai Kona, genauso, wie auch sich das Toyota schon damals für den Prius ausgedacht hat. Also wenn der Verbrenner läuft, dann immer nur möglichst im optimalen Wirkungsgradbereich. Ansonsten muss man sich jetzt mal Folgendes vorstellen. Die Hybridbatterie im Kona Hybrid, fast 1,56 Kilowattstunden. Steve, du fährst einen Ioniq, sag uns mal Elektro, wie viel Kilowattstunden hat dein Akku? 28 Kilowattstunden nutzbar. Okay, und ein 1,56 Kilowattstunden Lithium-Ionen-Akku ist nicht größer als eine Schuhschachtel. Und 28 dieser Schuhschachteln stecken in deinem Ioniq Elektro, genau. 1,56 im Kona und 1,2 Kilowattstunden im Prius. Genauso wie im Prius nutzt auch der Kona Hybrid nicht die gesamte Akkukapazität. Man sieht immer, die Anzeige so pendeln etwa zwischen 40% und 60%. Ich sag jetzt mal, das haben sich die Koreaner von den Japanern abgeschaut, wahrscheinlich um die Lebensdauer zu erhöhen. Das sieht man sehr, sehr schön. Was mir auch sehr positiv aufgefallen ist, der Kona Hybrid schaltet auch locker bei 120 komplett in den Elektromodus um. Das kann der Prius nicht, zumindest nicht die alte Version. Ja, und mit diesem kleinen Akku kann man jetzt etwa, und jetzt kommen wir langsam zur Auflösung, im Vergleich zum normalen Kona 2 Liter auf 100 Kilometer sparen. 2 Liter auf 100 Kilometer gespart, ohne dass man irgendwas machen muss. Das heißt, wir sind also, wie gesagt, beim Kona auf 4,8 Liter gekommen. Wenn ich es jetzt vergleiche, gleiche Fahrsituation mit dem Prius, da wäre der Prius bei ungefähr 4,5 Liter gewesen. Also die sind ganz nah beieinander und ich bin mir ziemlich sicher, in noch besseren Fahrsituationen, also bestes Wetter, so wie heute zum Beispiel, weniger Zuladung, kann man den Kona wahrscheinlich sogar locker mit 4 Litern bewegen. Also von daher, Respekt an die Koreaner, wir haben ein gutes System abgeliefert. Ja, was soll man jetzt sagen? Lohnt sich überhaupt noch Hybrid, Steve? Aus deiner Sicht, jetzt, soll man Hybrid kaufen? Das wäre jetzt meine nächste Frage. Ne? Ich meine, warum machen wir das hier? Sind wir ein Verbrennerkanal? Wollen wir jetzt die Verbrennerlobby weiterhin bestärken? Definitiv nicht. Also ich glaube, wir sind uns einig. Also ich glaube, wir würden uns jetzt nicht nochmal, wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, dass wir uns nochmal einen Verbrenner kaufen. Mhm. Für denjenigen, der ganzen Geschichte aber noch nicht traut, egal ob aus irgendwelchen Medienberichten, aus eigenen Erfahrungen oder über Freunde, der sagt, ich möchte gerne was einsparen, ich fahre aber viel Langstrecke und ich möchte mir noch keine Gedanken um Ladeinfrastruktur machen oder meinetwegen meine Marke, die ich sonst fahre, gibt es, da gibt es jetzt einfach nichts. Da ist das Hybridsystem, glaube ich, zumindest eine echt gute Alternative. Ja, das sehe ich auch so.
Was mir total aufgefallen ist im Urlaub, als wir sowohl in Hamburg angekommen waren, gegenüber vom Hotel, was steht da? Eine Ladesäule. Und ich so, oh, jetzt könntest du das Ding anstecken und aufladen. Als wir an der Ostsee, an der Ferienwohnung angekommen waren, was sehe ich auf der Terrasse draußen? Eine Steckdose, hätte ich problemlos laden können. Mir hat echt das Laden gefehlt. Also eigentlich wäre es noch interessanter gewesen, mal mit einem Plug-in unterwegs zu sein. Vielleicht ist aber auch ein Hybrid für diejenigen interessant, die sagen, sie haben keinen Bock mehr auf Diesel. Denn wenn du dir den Verbrauchswert anschaust, dann liegst du auf Linie mit einem Diesel. Mhm. Und dann brauchst du dir bei einem Benzinhybrid, gerade hier mit Euro 6D, Partikelfilter und so weiter und so fort, keinen Stress mehr machen mit Dieselfahrverboten oder sowas. Könnte also vielleicht auch für Leute sein, die bisher mit einem Diesel geliebäugelt haben, auf ein Hybrid umzusteigen. Ich muss halt auch ganz klar sagen, also ich bin persönlich der Meinung, dass wer jetzt nochmal in einen Verbrenner investiert, der verbrennt sein Geld, ne? Weil ich glaube, über kurz oder lang werden die nicht mehr viel wert sein. Ich glaube, wenn man dann das vergleicht zu einem Hybriden, dann wirst du da immer noch am besten fahren im Verhältnis. Ja. Jetzt ist aber die Frage, jetzt sagen die Leute ja immer, ja, jetzt habe ich ja da zwei Systeme drin. Ja, ich meine, vor 10 Jahren hast du den gekauft, da gab es nicht viel anderes. Richtig, da gab es dann eine Schuhschachtel, dein CDL und das war die Alternative. Ja. Aber was ist jetzt, wenn die Leute sagen, da sind zwei Systeme drin, da geht ja nur mehr kaputt. Was ist denn bisher so am Prius? Ehrlich gesagt gar nichts. Überhaupt nichts. Die Batterie ist tiptop in Ordnung nach über 80.000 Kilometer. Das Fahrzeug fährt einwandfrei heute noch. Ich fahre dann immer noch total gerne. Ihr seht ja auch, da hinten steht ja auch meine Zoe. Die fahre ich ja auch total gerne und liebe sie heiß und innig. Also ehrlich gesagt... Nur kurz zur Erklärung. Der Julian ist jetzt nicht plötzlich zu Geld gekommen, ne? Sondern das Auto haben wir ausgeliehen bekommen. Genau, das haben wir ausgeliehen bekommen, genau. Vom ASL Lichtblau hier in Telto. Genau. Nein, es war für mich einfach nur mal wirklich interessant, einfach zu gucken, was ist in diesen 10 Jahren an Hybridsystemen weiterentwickelt worden. Man merkt dem Kona an, er hat eine Lithium-Ionen-Batterie, er kann ein bisschen mehr elektrisch fahren, er kann auch vor allem, er hat eine leistungsfähigere Batterie, er kann also auch bei höheren Geschwindigkeiten rein elektrisch fahren. In der Summe der Effizienz kommen eigentlich beide Fahrzeuge mehr oder weniger aufs Gleiche hinaus. Der Kona Hybrid hat halt ein bisschen Nachteil durch die äußere Form. Und wenn ihr jetzt also vor der Frage steht, was soll ich mir jetzt kaufen? Soll ich mir jetzt einen Kona Hybrid kaufen oder soll ich mir einen Kona Normal kaufen? Da ist die Antwort eigentlich klar, was man sich kaufen soll, welchen Kona. Dann auf jeden Fall ein Hybrid. Oder den Kona Electric. Oder den Kona Electric. Richtig, und da kommen wir jetzt nämlich mal auf den Punkt. Was hat denn der Hybride für eine Reichweite, als er vollgetankt war? Ja, 650 Kilometer wurde mir angezeigt und wir sind ja auch schon mal den Kona mit 64 Kilowattstunden gefahren und da fehlt nicht viel. Da fehlt nicht da viel. Da fehlt echt nicht mehr viel. Und vor allem jetzt, die Reichweite fährst du raus. Wollte gerade sagen, und wenn du jetzt überlegst, dass du tatsächlich diese Reichweite fährst, bis der Akku nahezu leer ist und dich dann halt an einen HPC stellst und dann ganz im Ernst, dann brauchst du eine Pause nach und der... Wir haben auch Pausen gemacht, ist doch klar. Unabhängig, aber nach der Entfernung brauchst du eine Pause. Auf jeden Fall. Und dann ist da eine Stunde Mittagessen mit einem Frauchen drinne und dann ist die Karre wieder voll. Genau. Also das heißt, da, glaube ich, ist... Das ist kein Argument mehr, was zieht. Nein, das denke ich auch nicht mehr. Das heißt eigentlich abschließend, unser Tipp an Hyundai ist, hört auf, den Kona ohne Hybrid und ohne Elektro zu bauen. Hört auf, den reinen Verbrenner zu verkaufen, weil hier ist ja genau das gleiche Motorensystem drin. Und macht die Elektromodelle verfügbar. Ja, ganz im Ernst, 12 Monate Wartezeit. Ihr seid, ihr seid die untersten in der gesamten Tabelle. Leider, von allen. Ne? Also egal, ob die Mercedes, Audi, Smart, VW... You name it, ja. Aber ihr seid halt echt, mit Kia und Hyundai sind die, die am längsten brauchen. Und ja, wobei ich jetzt die Aussage gehört habe, angeblich ist der Kona in 6 bis 8 Monaten lieferbar. Das wäre natürlich schon super. Schön. Also, Hyundai, ihr habt echt einen tollen Job gemacht, den Hybrid. Und wer auf Hybrid steht, soll sich den kaufen, der macht nichts falsch. Er spart bis zu 2 Liter auf 100 Kilometer. Das heißt 20% CO2-Emissionen mal locker eben eingespart. Überhaupt keine Veränderung im Fahrverhalten. Aber den Kona Elektro, wenn ihr euch den noch nicht angeschaut habt, den solltet ihr euch mal angucken, weil den sollte man sich dann eigentlich eher kaufen, weil da hat man dann echt alles. Denn mir hat am meisten Spaß gemacht, der Kona Hybrid zu fahren, wenn er im Hybridmodus, also sprich, wenn er im Elektromodus fährt. Aber das soll es für heute gewesen sein. Da steht die nächste Ladesäule. Wir machen weiter mit dem Thema Elektromobilität. Bis zum nächsten Video. Ciao. Tschö. Nochmal, weil es stinkt hier gerade. Es stinkt wirklich, muss man echt sagen. Also das ist widerlich. Da kann mir keiner sagen, dass er das braucht oder dass er das irgendwie klasse findet.
Nee, das heißt, braucht schon, aber es gibt ja auch so Methadon-Kliniken und sowas, ne? Ja, ich meine, ersatzweise kann man sich eine Tüte und Klebstoff holen, oder? Ich dachte, wir sind ein sauberer YouTube-Kanal. So, was mache ich denn hier? So, alles klar.